Hallo meine Lieben, ich habe versprochen, ein kleines Video aufnehmen, was Posing angeht, auch kleine Tipps und die Unterschiede. Ich sage im Voraus, bitte nicht an meiner Form gucken, weil ich bin immer noch 14 Wochen vor meinem Wettkampf. Die zweite Sache, nicht die Qualität vom Video beurteilen, weil ich nehme Video selber auf mit meinem Handy. Und es kann natürlich nie so perfekt sein wie Video von Leuten, die das mit professioneller Kamera aufnehmen. Und die dritte Sache, ich muss es quer aufnehmen für YouTube, weil sonst, ja, ich bin eigentlich kein YouTuber, aber für Instagram Video kann ein bisschen zu groß sein und zu lang. Deswegen poste ich das bei YouTube, damit man nicht verliert, falls jemand braucht. Ja. Aber für YouTube, wie gesagt, soll eine Queransicht sein. Sonst naked das Programm. Also, ich habe angeschaltet. Ja, dann laufe ich ein bisschen auch zur Seite. Also, ja, ich hoffe, alle sehen mich. Ich sehe mich ein wenig auch. Also, wo fängt Posing an? Von Füßen. Ja, man baut sich von unten nach oben. Wie einer Roboter. Ja, das bleibt immer gleich. Ja, man kann nicht erstmal nur Oberkörper aufbauen oder Beine oder Mittelpartie, geht es nicht. Ja, man muss wirklich komplett von unten nach oben. So, jetzt geht. Ich zeige eine Variante und dann geht dann zu Unterschieden. Der eine Variante und man kann auch mit der Hüfte ein bisschen nach hinten kippen, damit Beine ein bisschen mehr öffnen, ja, Knie mehr nach außen und man geht ein wenig tiefer nach vorne. Aber ich werde das nur dann machen, wenn entweder Bühne zu hoch ist oder wenn Athletin Frau, Mädel, anatomisch längere Bauchpartie oder Brustpartie hat oder auch kürzer Rücken, weil man darf nicht vergessen, dass die Richter von unten nach oben gucken. Ja? Sie gucken, die sitzen ein bisschen unten und gucken von uns nach oben. Deswegen, ja, wir machen das halt für Richter, wir posen für Richter. Noch einmal. Unten, oben baut man sich auf. Jetzt geht zum Unterschied. Früher gab es nicht so viele, weil gab es eigentlich nur ja, große Eichbaby und mit dem dementsprechenden Länder, ja, und NAC, auch die andere Föderation natürlich, aber da kenne ich mich nicht so sehr. Gut, deswegen ja, spreche ich halt nur, NAC ist halt die Ende. Ja, aber jetzt gibt es natürlich ein bisschen mehr vom großen IFBB. Jetzt die Zweiteile geworden sind in einer Land-IFBB, so wie zum Beispiel Deutsche Bodybuilding und Fitnessverband, dann geht zu IFBB unter Dr. Raphael Santonio oder Santocha, falls ich Nachname falsch ausspreche. Und da geht als Over-the-Top IFBB ja, Elite Pro. Die zweite Variante, zweite IFBB-Teil ist der amerikanische Teil, ist auch viele Länder mitgekommen, ja, und das heißt sich National Physique Committee, ja, und on top ist IBB Pro League. Ja, und es gibt NAC schon seit großer Ewigkeit, ich weiß nicht seit wann genau, will ich nicht lügen, ja, aber die sind Gott sei Dank ja, immer noch gleich geblieben und verbessern sich. Also, jetzt geht es um Unterschiede.
Wir reden erstmal von Grundstellung. Grundstellung, ja, fangen von Füßen an. Deutsche Bodybuilding und Fitnessverband und IFBB, dieser europäische Teil, und die Litepron, sie schreiben vor, entweder eine sechste Position der Füße quasi gerade, ja, oder in einem leicht geöffneten Winkel, quasi 30 Grad. Ja. Das ist der erste Unterschied. Die Fersen sind zusammen. Knie gehen nach außen, ja, durchgedrückt. Hier maximal alles zusammen. Ja. Ich habe natürlich noch Fett, aber für diejenigen, die das noch nicht hat oder nicht hat, so macht man sich auf. So, dann geht es zum zweiten Unterschied. Zweiter Unterschied bei der europäischen IFBB, wenn ich so mich korrekt ausdrücke, oder auch die Deutsche Bodybuilding und Fitnessverband und Elite Pro, sind auch Hände. Ja? Von Ellbogen bis Handfläche. Hand guckt nach unten. Nach unten eher so gestreckt, ja, komplett elegant. Die Daumen und die Mittelfinger gehen ein wenig zusammen, ja, die Zeigefinger guckt nach außen. Die Handflächen befinden sich ungefähr um 10 cm vom Körper. Ja, weil man so sieht, mit dieser Haltung, man hält quasi ein Ei. Ja, kein Ball, sondern ein Ei, etwas so ovalförmiges. Ja. So, die NPC und die IFBB Pro League, sie erlauben mehr. Die Füßstellung darf auch noch mehr geöffnet sein, ja, wenn man möchte. Man darf auch ein kleines wenig knicken mit der Knie, das ist auch kein Problem bei denen, das ist auch keine Vorschrift, dass man das nicht darf. Ja, maximal durchdrücken, ja, aufmachen. Bei dem Aufmachen, sie schreiben nur, dass sie wollen die nice V-Taper haben, ja, maximal breit. Das heißt, manche Athleten, quasi so wie ich, in dem, auch für mich, besser, wenn die Hände ein bisschen mehr vom Körper entfernen, ja, als 10 cm. Da bin ich breiter. Ja. Und die Handfläche, ich zum Beispiel mache komplett locker, weil das ist halt eine gesunde Handfläche. Ich habe oft auch gesehen, dass die manche Athleten stehen auch die Handfläche halt zu. Ja. Sie versuchen halt maximal Lat rausholen. Und wenn für einen Athleten ist halt angenehmer mit dieser Handfläche, dann ist halt so. Ja. Die schreiben wirklich nichts vor. Die MAC, genau das gleiche, die schreiben eigentlich auch nichts vor, was die Handfläche oder sowas angeht. Ja. Und was sie noch machen, MAC, die Fußstellung. Ja. Die Fußstellung, man kann entweder Füße parallel stellen oder auch leicht geöffnet oder auch ein wenig versetzt. Ja, das finde ich, so finde ich ganz gut für Athletinnen, die zum Beispiel anatomische O-Beine haben. Ja, wenn sie O-Beine haben, wenn sie so stehen, manche Athleten können gar nichts so Adduktoren zusammenpressen, dass es schön aussieht. Ja. Immerhin bleibt so ein wenig so, ja, Loch dazwischen. In dem Sinne ganz gut, eine kleine versetzte Stellung. So wie zum Beispiel, ich habe jetzt mit linker Bein gemacht. Ja, ich wieder aufmachen. Gerade stellen, ja. Man kann natürlich die rechte Bein machen, wie man möchte. So, das ist halt die Hauptsache, wie man sich gut fühlt. Ich werde zum Beispiel die stärkere Beine vorne stellen, wenn man so stellen möchte. Ja. So. Jetzt kurz zusammenfassen. Frontstellung.
Füße, entweder sechste Position oder leicht geöffnet oder auch ein bisschen mehr geöffnet, ja. Aufmachen und stehen. So, ich muss ein bisschen dann laden, tut mir leid. Das ist immer das Meckere. So, jetzt geht. Also, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Und wir gehen jetzt zu den seitlichen Ansichten. Also seitlich. Ja. Was man nicht vergessen darf, wie seitlich ist, Front in seitlicher Ansicht. Und darum geht. Aber hier gibt es wieder die Unterschiede. Ich zeige jetzt mal eine Variante und danach geht es zu Unterschieden. So. Jetzt geht es zu Unterschieden. Wieder die Deutsche Bodybuilding und Fitnessverband, IFBB und das Präsident Dr. Santonia und die Elite Pro, die wollen wieder gerade, ja, Fußposition, ja, oder auch leicht geöffnete Winkel, ja, Po geht halt komplett ein bisschen gedruckt, ein wenig so die so Kreuz, so, und man rotiert mit dem Oberkörper zur anderen Richtung. Guck mal gerade. Hier wieder mit den Händen. Nur die Handfläche ist auch gucken zu sich. Ja? Der Daumen geht zum mittleren Finger. Ja, so die Zeigefinger ein bisschen gedruckt. So. Die BV schreibt zum Beispiel vor, dass der rechte Schulter ein wenig höher, die linke Schulter ein wenig tiefer sein kann. So, die NPC und die Rolik, ja, die schreiben gar nichts Besonderes vor. Sie sagen, das ist einfach nur der seitliche Ansicht der Vorderpose. Und sie wollen diese maximal wieder Bett-Taper haben und auch die X-Form. Manchmal lese ich über die X-Form. Deswegen in dem Sinne, die auch erlauben, Athlet so zu stellen, dass sie am meisten der Lat rausholen können und auch die Beine zeigen dabei. Ja? Und deswegen, ich zum Beispiel stehe ein bisschen wieder versetzt, so ein wenig quasi so mit den Füßen vorn. Ja? So. Ich kann das besser rotieren und gucken halt nach außen. Halt gerade, ja, die Richtung. NPC erlaubt auch eine kleine kurze Rotation, quasi, dass deine Handfläche darf auch ungefähr sich so irgendwo befinden, ja, wo deine Hüfte. So. Und ich habe auch gesehen, oft, dass manche Athleten nur ja, mit linker Schulter halt rotieren und die rechte Schulter quasi komplett gerade. Es ist schön als Variante, aber finde ich nicht für jeden. Ich finde dir eine kleine Person, so eine Mädel, die zum Beispiel, ich weiß nicht, 170 cm, sieht nicht so gut aus, wenn die halt verdeckt. Ja, die sieht dann schmal aus. Ja. Ich finde da zum Beispiel ja so eine Komplettstellung. So diese Variante, ganz gut für Mädels mit ein bisschen größeren Brüsten oder auch für größere Menschen. Noch Mädels. Ja. Aber wie gesagt, das muss auch anatomisch angepasst werden,
oder es soll elegant auch rüberkommen, ja, nicht grob. Genau. Hier gibt es nicht so viele Unterschiede. Hier unterscheiden sich eher wirklich IFBB, Elite Pro und NAC von Pro League, ja, ein bisschen. Weil eigentlich da ist sehr viel Ähnlichkeiten. Halt NPC und der Pro League erlaubt ein bisschen mehr, ja, in dem Sinne. Ja. So, jetzt geht's nach hinten. Po-Ansicht. Ja, natürlich der Po. Die Füßchen wieder zusammen. Ja. Die Knie werden nach außen gedrückt. Ja. Man macht Rücken auf. So. Hier die Unterschiede. Ja. Wieder IFBB, europäischer Teil. Die Deutsche Bodybuilding und Fitnessverband und die Elite Pro, sie wollen, wie die bei der Frontpose, dass beim wieder die Ferse sind zusammen und bei offenen der Rücken, ja, die Handflächen sind ziemlich nah am Körper, ja, so ungefähr um 10 cm. Die Hände sind nach unten lang. Ja, so die Handfläche, wieder der Daumen, mit Mittelfinger kommen näher. Ja. So, keine Stellung. Die NPC und die Pro League, man kann auch sich mehr aufmachen. Ja, ich schreibe wirklich gar nichts vor wegen der Abstände. Ja. Natürlich nicht so breit, ja. Aber so breit, wie du das aufmachen kannst. Handfläche entweder locker und du kannst die auch schließen. Ja, wie man halt möchte. So, man kann auch ein bisschen mehr Ferse nach außen, damit man ein bisschen mehr Adduktoren zeigt. Sie lieben diese Adduktoren, diese Dreieck unter Po. Ja. Als Variante. So, die Innerzieher erlaubt den Athleten, so wie in Frontpose, wieder eine versetzte Stellung. So. So. Das waren die Grundstellungen. Und